Und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Wimmelbildspiel-Let's Play von mir. Wir spielen heute Haus der tausend Türen, Familiengeheimnisse. Da bin ich sehr gespannt drauf. Es ist sogar die Sammler-Edition. Das Spiel habe ich mir in einer Boxform diesmal sogar bei Saturn gekauft. Also diesmal sogar nicht bei Big Fish Games, sondern ich habe es beim Spielestöbern sozusagen im Saturn entdeckt und habe mir gedacht, hey, Haus der tausend Türe, es gibt mehrere Teile, insgesamt vier. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das hole ich mir mal, das gönne ich mir mal und dann spielen wir das. Ich hätte nicht gedacht, dass es sogar die Sammler-Edition ist. Das ist natürlich cool. So, ja, spielen, Spieler hatte ich glaube ich schon eingegeben und wir wollen natürlich spielen und wir fangen direkt mal an. Gib deinen Namen ein. Anscheinend habe ich doch keinen Namen eingegeben. So, ich bin aber Shiva, ne? Hi. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ne? Schwierigkeitsgrad. Ach, den kann ich jetzt aussuchen. Es dauert eine Minute, bis sich die Hinweisfunktion aufgeladen hat und interaktive Zonen sind hervorgehoben. Es dauert zwei Minuten, bis sich die Hinweisfunktion aufgeladen hat und interaktive Szenen sind nicht hervorgehoben. Ja, dann nehmen wir mal Experte. Es scheint ein älteres Wimmelbildspiel zu sein. Einführung überspringen, brauchen wir nicht. Ja, es scheint anscheinend ein älteres Wimmelbildspiel zu sein. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es ist eins von meinen geliebten Wimmelbildspielarten. Sprich, wo man halt nicht nur Wimmelbildszenen macht und zwischendurch mal ein Memory oder ein Puzzle, sondern halt so, wie ich es immer habe, dass man halt Gegenstände suchen muss und so weiter und so fort, kleine Rätsel lösen muss und so weiter. Aber es scheint ja schon gut anzufangen. Also von daher... Wie man gemerkt hat, es hat keine Vertonung anscheinend. Ja. Da ist kein Papier in der Schreibmaschine. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Ist da natürlich sehr, sehr clever. Wir brauchen also ein bisschen Papier. Vielleicht haben wir hier ein bisschen. Meine erste Novelle hat mir diese Trophäe eingebracht. Seitdem sind eine Menge Jahre vergangen. Aber solch einen Erfolg hatte ich nie wieder. Und die goldene Feder der Philosophieabteilung geht an Kate Reed für ihre herausragende Arbeit auf dem Gebiet der übernatürlichen Kurzgeschichten. Meine erste, aber hoffentlich nicht meine letzte Auszeichnung. Ich nehme die goldene Feder mit. Okay. Und stecke sie hier rein. Das ist ja ein ausgefuchstes kleines Kästchen hier. So, eine Pinzette. Ich habe meinen tibetanischen Armreif oder meine persischen Ohrringe schon Ewigkeiten nicht mehr getragen. Ich werde selten zu Feiern eingeladen. Mein Ruhm ist zusammen mit meiner Inspiration verblasst. Okay, sie ist anscheinend Schriftstellerin. Und sie ist Schriftstellerin, die anscheinend ja keine Inspiration mehr hat. Nee, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Ah, hier haben wir noch Papier. Schau mal eine an. Tinte haben wir auch noch. Ja, perfekt. So, dann lege ich doch einfach das Papier mal da rein und wir drehen nochmal dran. Mal gucken, was passiert. Ist keine Tinte drauf.
Das Band der Schreibmaschine hat keine Tinte mehr. Ich muss es entfernen und neu einfärben und es dann wieder einsetzen. Heißt das, ich kann Gegenstände kombinieren? Nee, kann ich nicht. Also brauche ich wahrscheinlich irgendwie ein Gefäß oder sowas, aber ich kann das schlechter drin machen. Das Teeservice ist mit Staub bedeckt. Oh, wartet mal. Hier. So, perfekt. So macht man das also. Jetzt aber. Na, das ist aber eine kleine Nachricht. Verehrte Kate, wir möchten Sie zu einer Vorlesung in unserer Schule für Spiritismus einladen. Sie haben nicht nur die Chance, ein bekanntes Medium kennenzulernen, Sie können sogar echte Geister sehen. Kommen Sie um 22 Uhr zum Plaza Hotel Zimmer 328 Gabriel Jones. Aha. I can't believe I'm going to see an actual seance. I've been dreaming of this all my life. I hope they're not a bunch of frauds. I'd be so disappointed. Interessant und welche Überraschung. Das Spiel hat doch eine Vertonung. Ich hasse es, zu spät zu kommen. Die anderen Gäste sind bereits hier und sitzen um den Tisch herum. Sie sehen aus, als wären sie in Trance. Klau erstmal den Stock. Nee, ich kann den Stock hier irgendwo benutzen. Moment. Ich guck mich erstmal so um. Mr. Gabriels Schule für Spirituismus. Spirituismus? Spiritismus. So. Spirituismus ist dann wahrscheinlich gar nichts oder was anderes. Hier haben wir es. Caro fehlt. Sieht aber eher aus, als ob andere Sachen auch noch fehlen. Erstmal den Koffer plündern. Das magische Brett ist wohl das bekannteste Werkzeug, um mit Geistern zu sprechen. Ich habe aber noch nie zugesehen, wie eins benutzt wurde. Hat jemand eins benutzt. So. Und da sind Tarotkarten. Da hängt ein Mantel. Aber das eine, das können wir ja schon mal hier reintun. Ah, guck, dann sieht es auch schon hübscher aus. Soll ich den Stock mal mitnehmen? Nee, lieber nicht. Was ist mit diesen Leuten passiert? Sie sehen aus wie Wachsfiguren. Sie sind wirklich in Trance, oder spielen sie das nur? Geister existieren tatsächlich, aber nicht hier. Meine Damen und Herren, bitte beenden Sie das falsche Schauspiel. Das Kabel ist mit der Kristallkugel verbunden. Ich sollte es durchschneiden und sehen, ob die Kristallkugel ausgeht. Ah ja, okay. Oh, hier ist was. Ein Schlüsselchen. Hä? Schwarze Katze, wo kommst du auf einmal her? Warst du vorher auch schon da? So, das haben wir auch. Aber wo brauche ich denn einen Schlüssel? Hier doch nicht. Nö. Ah, genau, hier, das Kästchen. Oh, 5 Minuten gespielt und schon habe ich wieder die erste Hälfte vergessen von dem, was ich gerade gesehen habe. Noch mehr Beweise, dass das keine richtige Songs ist. Wie enttäuschend. Oh. Naja, das Herz haben wir jetzt auch gefunden. So. Fehlt noch ein Teil. Die Frage ist immer noch, wofür ist der Stock? Den muss ich ja hier irgendwo benutzen können. Aber ich kann ihn nicht mitnehmen. Und ich soll das Kabel durchschneiden.
In dem Säckchen ist auch nichts. Irgendwo muss hier was sein. Falke. Ah, da oben. Da, auf der Lampe. Ich habe mir ja irgendwie schon gedacht, dass wir das hier irgendwo benutzen müssen. Aber ich habe das gerade tatsächlich auf der Lampe nicht gesehen. Aber jetzt. So, da haben wir eine Schere. Bücher, eine Pyramide. Okay, schneiden wir das Kabel durch und schauen, was passiert. Hallo, Kate. I'm your grandmother, Maggie Fox. I'm so happy you can hear me. Please help me. My spirit body is unstable, so listen closely and remember everything I say. There is a haunted house that materializes in different places around the world at different times. It vanishes soon after it appears. Many people have seen it, but few have been able to enter it. The house will appear at midnight on Badlow Island. Go there and get inside to restore the good name of me and my sisters. Also ich finde ja, die Dame ist ein bisschen zu hübsch angezogen für den Trip, den sie hier vorhat. Aber gut. Lassen wir es mal so stehen. Ein Porträt gefunden. Einen Blätterhaufen gefunden. Ein Knochen gefunden. Das geht ja gut los, oder? Hihi. Das ist ein Ball. Oh, es gibt Expertenobjekte zum Finden. Ich weiß nicht, ob das jetzt das erste war oder ob ich schon welche übersehen habe. In dem Busch könnte etwas Interessantes sein. Ich muss die Zweige stutzen. Da haben wir leider noch nichts für. Hier haben wir einen Türklopfer und ein Puzzle, aber ein Puzzleteil fehlt. Alles klar. Ein Blatt. Ein Feuerzeug. Jawohl, ja. Dem fehlt die Laterne. Okay. Ach, irgendwie freue ich mich gerade, dass wir das Spiel spielen können. Es wird bestimmt ganz toll. Bin sehr gespannt. So, hier fehlt der Türklopfer. Klopf, klopf. Oh, wir dürfen rein. Jetzt bin ich im Haus. Es ist dunkel. Ich brauche eine Lichtquelle, sodass ich mich umsehen kann. Das sieht aus wie eine Zündschnur, eine seltsame Art, einen Kronleuchter anzumachen. Ja, vor allem, wer macht dann immer wieder eine neue Zündschnur da dran? Die Bediensteten. Ach, und hinten geht auch überall das Licht an. Geil. Haben wir eine Wimmelbild? Oh, schön, wir haben eine Wimmelbild-Szene. Da muss ich echt gestehen, die Wimmelbild-Szenen, die habe ich tatsächlich bei True 4 verpasst. Es gab nicht eine Wimmelbild-Szene im zweiten Teil von True 4. Das fand ich schade. Ich soll mal direkt was malen. Sehr schön. So, Peitsche. Jetzt muss ich mal wieder gucken, was ich noch kann hier. Ne? Jetzt hatten wir einmal nicht eine Wimmelbild-Szene in dem letzten Wimmelbild-Spiel. Und jetzt muss ich gucken, was ich kann. Was haben wir hier? Aha, aha, aha. Aha. Irgendwas brauchen wir doch bestimmt von hier, oder nicht? Anscheinend nicht. Oder? Ein Buch? Nee. Moment, das Buch liegt hier. Aber da verändert sich noch nichts. Ach, okay, die kommen nach. Die kommen nach, wenn ich was finde. Okay, gut. Vogel. Ein Puzzlewürfel, das ist der da. Ein Ring. Dann suche ich erstmal alle schwarzen Sachen, weil die hier sichtbar sein müssten. Aber ich habe noch keine Peitsche gesehen. Doch, da hinten. So, ein Ring. Oh, was ist das denn? Ein Häschen. Ein Ring. Gib mir den Ring. Ich bin übrigens ein bisschen verschnupft. Ich hoffe, das ist nicht schlimm für euch. Ich hoffe, ihr könnt es aushalten mit mir. Wenn ich so verschnupft bin. Ah, Moment. Ah, okay, da ist das Sandwich. Da ist der Ring.
So, ein Käfer. Da ist der Käfer. Skorpion und Schraube. Habe ich nicht gerade irgendwo einen Skorpion? Ah, nee, das war so eine... Ah, wie heißt das denn noch? Hier, Gottesanbeterin. Gedöns. Da ist der Skorpion. Und eine Schraube. Schrauben finde ich irgendwie immer schwierig. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich mir immer denke, dass die mega klein sein müssen. Und manchmal sind die dann aber so mega riesig, so wie diese hier. So. Okay, hier haben wir Aale. Das ist, glaube ich, eine Aale. Ein Fernrohr und ein Tennisschläger. Und die Krone. Die ist woanders. Gibt es noch einen versteckten Ort? Es gibt noch einen versteckten Ort. Ah. Perfekt. So. Haben wir das ja auch. Also dann. Wir haben ein Buch gefunden. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal um. Dem fehlt ein Auge. Ganz eindeutig. Das ist ein Porträt des Alchemisten. An dem Kronleuchter befindet sich eine Feder. Und hier haben wir ein Puzzle. Ein sechseckiges Puzzleteil fehlt. Ja, das haben wir auch noch nicht. Okay, die Tür hat sich in Luft aufgelöst. Sieht so aus, als wäre sie nie dort gewesen. Was geht hier vor? Ich habe keine Ahnung. Hier benötigen wir einen Schlüssel. Dann gehen wir erstmal hier rein. Hi. Good afternoon, Kate. I'm pleased to meet you. Mr. Gabriel told me you would be visiting. I don't know why he asked you to come here, but I'm sure he has his reasons. Therefore, the house will be at your disposal. You'll be able to move freely from room to room. At least I hope the house will allow you to do so. Now, please excuse me, but I need to finish reading my book. Ja, ist gut. Das sieht unheimlich aus. Ich brauche einen speziellen Schlüssel. Mehr sagt sie nicht dazu, dass das irgendwie unheimlich aussieht oder sowas vielleicht? Die ist ja verrückt. Haus erscheint aus dem Nichts. Polizisten der Insel Bedloe sahen am Samstag eine Villa am Fuße der Freiheitsstatue sich materialisieren. Dr. Kravitz, ein Professor der Physiognomie und Prenologie oder so, bestätigte den Bericht. Obwohl Dr. Kravitz ein Wissenschaftler ist, glaubt er an übernatürliche Kräfte und behauptet, Geister auf seiner Videokamera aufgezeichnet zu haben. Dr. Kravitz sagte, dass das Haus wahrscheinlich an einem Punkt konzentrierter räumlicher Energie erschienen ist. Nach seiner Theorie können Personen, die solche Orte besuchen, sogar durch Raum und Zeit reisen. Sie könnten sogar zum Mars fliegen oder Zeugen vergangener Ereignisse werden. Aha, ich klaue jetzt mal den Kaffee. Ja, das ist wichtig. Kaffee. So. Ah, das war schon wieder ein Expertenobjekt, okay. Ich könnte diese Waage benutzen, um etwas zu wiegen. Aber was... Warum sollte ich jetzt etwas wiegen wollen? Will gerade nichts wiegen. Noch nicht. Okay, eine Schallplatte oder sowas habe ich auch nicht. Da fehlt eine Feder, die ist nämlich kaputt. Also brauche ich eine neue. Und an der Uhr fehlt ein Gewicht. Ja. Da könnte sich etwas verstecken, aber ich muss die Flaschen löschen, aber nicht mit dem Kaffee. Bist du denn wahnsinnig? Der gute Kaffeemensch. Geht doch nicht. Gehen wir mal nach oben. Hui. Noch mehr Gedöns. Noch mehr Zeug zum Suchen. Noch ein Porträt. Und ein Gewicht für die Uhr. Was für ein hübscher Vogel. Ich muss ihn irgendwie herüberlocken. Da haben wir noch so ein Expertenobjekt. Ah, okay, da fehlt definitiv etwas. Wahrscheinlich ein Zahnrad oder sowas. Da fehlt auch was.
Und hier hinten können wir leider gar nichts machen. Schade. Ich hätte gedacht, dass wir vielleicht das Tuch wegmachen könnten. Oder so. Ja. Kann ich den Knochen da dran schmeißen? Nein. Okay. Aber das Gewicht an die Uhr kann ich machen. Gong. Ein Puzzlestück. Ist das für draußen? Ich glaube, es ist für draußen. Für den Briefkasten. Ah, ich muss schon wieder Schluss machen. Aber hier, komm, das erste Rätsel. Ich schätze mal, das hier sind die Ecken. Würde ich mal behaupten. Dadurch kriegen wir das doch ganz schnell geritzt hier. Eigentlich. Rein theoretisch. Praktisch ist ja mal so eine Sache, ne? So, jetzt ist die Frage. Wo kommt der Gargoyle hin? Wahrscheinlich kommt das Gesicht so in die Mitte, ne? Würde ich mal behaupten. So, das sieht mir schon ganz gut aus. Das nicht. Ich brauche einen größeren Flügel oder sowas. Das aber auch nicht. Da, ah, da ist er doch. So, perfekt. Und hier kommt das, glaube ich, hin. Ja, das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Das hier ist der Körper von dem Gargoyle. Da haben wir die Beine, die Füße. Das muss darüber. So. Und das kommt hier hin. Fertig. Sehr schön. Ein Zahnrad und eine Nachricht. Verehrte Lancasters, ich werde nicht in der Lage sein, das Haus in absehbarer Zeit zu besuchen, aber ich schicke jemanden an meiner Stelle, der mich würdig vertreten wird. Ihr Name ist Kate Reed. Sie ist schön, intelligent und kreativ. Sie schreibt Romane über Geister und Drachen. Bitte erzählt ihr nichts über mich oder das Haus. Sie wird alles rechtzeitig erfahren. Mit besten Grüßen, Gabriel Jones. Ha, okay. Warum hat er uns hier hingeschickt? Das werden wir bestimmt in den weiteren Parts bald herausfinden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!